Bruder, was ist diese Ich weiß gar nicht, was für das... Das ist Dingwasser. Fermented Spicy Purple Carrot Juice. Ja, genau, Carrot Juice, Dings, Möhrenwasser. Also von Flair oder was? Ja. Krass. Ey, Flair, mach mal Sponsor klar. Einfach Flair mitgenommen. Guck mal, Schlauch. Willst du auch diese Saft von Flair oder was? Das ist scharf, ha? Echt, Max? Ich hab noch nie schon sehr diese Flair-Getränke mit scharf getrunken. So, ey, lass mal eine Flair-Folge machen. Boah, die ist echt scharf. Ja, maximal, ne? Mach mal zu. Du hast sogar keinen Bock mehr drauf. Nee, nee, ist lecker. Ich hab echt Schalgramswasser noch nie scharf getrunken. Immer nur ohne. Ich mag das eigentlich auch nicht scharf. Ich hab, glaube ich, aus Versehen die Schafe bestellt. Ja, ich werde es auf jeden Fall alle Flaschen verschenken. Aber hat auch was. Hast du ganze Sixer geholt oder was? Normal. Ehrlich jetzt? Ja. Wow, Alter. Bist du so ein Schalgram-Typ? Ich liebe Schalgram. Laber, wusste ich gar nicht bei dir. Bro, in Hatay, früher, also Rest in Peace Hatay. Das ist maximal gut für Potenz, ne? Also deswegen hat auch Flair das wahrscheinlich auf den Markt gebracht, weil er Potenzprobleme hat. Ich glaube auch, ja. Echt, ist das so gut für Potenz? Ja. Stark, Alter. Ich habe aber lange keinen Schalgram mehr getrunken, locker seit einem halben Jahr. Auch sehr gut für Verdauung. Bruder, trink das, iss vorher, trink das nach Iftar. Bruder, du gehst kacken wie ein Weltmeister. Stark. Hast du Kackenprobleme oder wie ist bei dir? Gar nicht. Es float so gut. Stark. Wegen dieser Pflaumen. So, wegen dieser japanischen Pflaumen. Ich esse auch viel mit diesen Chiasamen sehr viel. Wenn Männer über Kacken reden. Ich gehe, so Bruder, es kommt raus. Wie kackst du? Erzähl mal ganz. Also ich benutze erst Wasser, danach Klopapier. Ey, das... Ey. Guck mal, das Wasser nach dem Kotieren, ne? Ja. Nach dem Code ausscheiden. Immer noch nicht in Deutschland angekommen ist, verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Das ist so wie Mittelalter für mich. So. Das ist so ein behinderter Fakt, dass ich mir denke, was hier passiert. Und dass du auch noch angeguckt wirst oder so, oder keine Ahnung, so einer, wie kannst du deinen Arsch waschen? Hä? Das ist maximal hygienisch. Hä? Hä? Bruder? Aber es ist maximal dumm, hä? Wie kann das immer noch nicht angekommen sein? Ich verstehe es auch nicht. Bro, wenn ich meinen Arsch nicht mit Wasser waschen kann, Alter, ich denke, ich komme mir vor wie eine Mülltonne, Alter, was ist das? Hä? Wie könnt ihr mit... Schlimmste Gefühl. Könnt ihr mit Klopapier euer Arsch wischen und denken, ist sauber, okay, Alter, ich wasche mich mit trockenem Papier, so, ich dusche damit. So. Ich mach Fett damit weg. Du machst Kacke nicht weg. Ich verstehe es. Es ist bei mir im Kopf noch nicht drin, dass nicht in jeder, auf jeder Toilette irgendwie so Bidet, wie heißt das nochmal, Bidet? Ey, ich kann nicht mehr, ja. Ich kann nicht mehr, ehrlich. Also das kommt bei mir im Kopf nicht an. Schlimmste Moment bei mir, ich spreche nur für mich. Wenn ich am Kacken bin, boah, Bruder, wir machen einfach Wrestling Kackentalk. Das wird ein Kacken-Folge, Alter. Aber es muss sein. Wenn ich am Kacken bin und diese Flasche, die neben mir steht, wo eigentlich immer Wasser drin ist und ich guck, da ist kein Wasser drin. Oh mein Gott. Und ich muss nach dem Kacken frisch aufstehen, boah, um diese Flasche aufzumachen. Ja, ne, deine Arschritze geht wieder zu. Boah. Da musst du doppelt so viel. Weißt du, was du da machen musst? Einfach aufstehen, Bruder. Nackt ausziehen, Bruder. Mitten in der Firma ausziehen und am Waschbecken waschen, Bruder. Ich hab einen Kollegen... Warum gibt's keine scheiß Flaschen, Digga, die voll sind am besten noch? Oder diese Dinger, die man aufdrehen kann. Mach das doch kurz. Jedes Mal musst du da eine scheiß Flasche reinschmuggeln, Alter. Als wäre ich ein Schwerverbrecher. Oder es gibt WCs, ich mein, scheiß Arschwasche. Oh, es gibt WCs mit Duschfunktion. Ich weiß, aber die haben die nicht. Maximal teuer. Bei uns in der Firma haben wir. Ja, ihr seid ja auch Ding, Bruder. Sanitär und Heizung. Ihr müsst haben. Willst du nochmal? Nein, Mann, geh mal weg mit diesen Schafen. Ich schwör auf alles. Ey, Bruder, dieses Kackverhalten in Deutschland. Das Kackverhalten in Deutschland geht mir auf den Senkel, Alter. Ich kann nicht mehr, Alter. Das ist so ein Thema, was mich abfuckt, Alter. Ich will Leute deswegen. Ich kann nicht mehr wirklich. Was ist mit eurem... Wo habt ihr Kacken gelernt, Alter? Mit linker Hand Arsch abwischen, nicht mit rechter Hand, Bruder. Wie kann man mit rechter Hand Arsch abwischen? Ich verstehe das nicht. Leute, mit rechter Hand nur Flasche halten und Flasche auffüllen. Mit linker Hand... Mit linker Hand wird abgewischt, mit rechter wird Flasche gehalten. Ganz normal. Hört auf, mit eurer S-Hand euren scheiß Arsch abzuwischen, mein Alter. Ey, ich werde bald eine Folge machen. Hört auf, bringt mich nicht dazu.
bringt mich nicht dazu, eine Folge übers Kacken zu machen, Alter. Walla bringt mich nicht dazu. Jetzt ändert euer scheiß Kackverhalten, Alter. Es reicht. Aber sag mal ehrlich, ey, das regt auf. Walla, das regt auf. Du gehst auf eine öffentliche Toilette. Du musst dir vorher überlegen, dass du eine Flasche noch kaufen musst. So. Öffentliche Toilette, du musst erstmal Tapete machen, diese 10 Lagen auf diese Klobrille. Ja, lass doch mal, okay, aber das ist ja normal, kann ja passieren. Also, da sage ich ja nichts. Aber ehrlich, Alter, dieses auch... Wirklich, Alter, das ist... Kackentalk, ja. Ich kann nicht mehr, ja, wirklich, Bruder. Ey, Deutschland, macht mal jetzt diese Dusch-WC-Funktion in jedem Haushalt von Deutschland. So, dass Leute auch lernen. Das war richtig geheult. Ich kann nicht mehr, Bruder. Das war oh, yo, Alter. Oh, Junge, Junge, Junge. Ich geh kaputt, Alter. Ey, Walla, recht jetzt. Lass mal Feierabend machen. Ja, Jungs und Mädels, also Mädels, ich glaube 4% oder so, können wir eigentlich fast schon vergessen. Aber Jungs, abonniert mal den Kanal. Seid mal korrekt. Guck mal, wir Walla, bereiten diese Herz. Themen, wie jetzt zum Beispiel dieses Kackthema und so, haben wir jetzt 2 Wochen dran gesessen und vorbereitet. Übertreibt nicht, wir geben uns extrem Mühe für euch. Abonniert den Kanal, schreibt einen Kommentar. Auch wenn es nur eine 7 ist oder so. Oder irgendwas. Baller irgendwas rein. Drück kommentieren, Alter. Übertreibt nicht. Wenn du bis hierhin geguckt hast, küsst dein Herz. Sponsoring von Flair für diese Karottensaft. So. Leute, schaltet wieder ein, wenn es heißt Ready to Scheißen. Also diese Kacken. Ich kann nicht mehr. Ja, Maximum, ich kann nicht mehr. Bruder. Wieso machen die das mit mir?